deine lieben Zuckerschnuden. Paket, Paket. Ich habe bei der lieben Heidi bestellt, bei Craft and Wedding. Und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Haul mit duftendem Wachs, mit gut riechendem Wachs und mit einem tollen Coverminder. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, mein Quietschen wird nicht zu laut, wenn ich das auspacke. Ich bin ja eine derjenigen, die das Bienchen-Abo nicht hat, deswegen suche ich mir dann immer, wenn der Wachs später im Shop ist, weil alle für die, die das Bienchen-Abo haben, die bekommen den Wachs schon eher. Ich suche mir den dann immer raus und deswegen kommen bei mir die Videos später, weil ich eigentlich keine Coverminder mehr wollte. Aber bei dem jetzt konnte ich nicht Nein sagen. Ich bin echt gespannt. Es kommt demnächst auch noch ein Video, das wird aber ein Unboxing von Karat Art. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, bei dem Event mitzumachen von Heidi und Janine. Und dazu brauche ich ja den Wachs. Und um dann bei dem Bild mit dem Wachs auszusuchen, brauche ich erstmal den Wachs. Deshalb kommt erst das Video, weil glücklicherweise beide Pakete an einem Tag ankamen. Und das ist echt toll gewesen. Ich habe mich riesig gefreut. Und ja, eins davon mache ich heute, das andere später. Wird aber bald kommen. Und da ich ja da weiß, was es für ein Bild ist, aber hier nicht weiß, wie es schnuppert, packe ich erstmal das auch aus und bin da echt gespannt drauf. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier, wo man denn hier zugekleistert ist. Nur hier vorne. Es war schon ein bisschen Wachs. Nicht nur eins oder zwei. Eins musste ich mir nachbestellen. Den habe ich schon. Ich dachte, der ist weg. Jetzt ist er wieder aufgetaucht. Ich hatte mir aber nur ein kleines bestellt. So, erstmal Füllpapier. Füllpapier. Oh, ein Tabby. Das habe ich nämlich noch nicht probiert. Erstmal wieder ihre Zugabe, nicht ihre Zugabe, ihr Geschenk. Nein, bieten jetzt. Eine kleine Aufmerksamkeit. Und eigentlich hat sie ja immer zwei kleine Aufmerksamkeiten, weil es gibt ja immer noch ein Geschenk. Also, ja. Hier ist so ein Tabby drin. Aber das gucken wir uns später an. Da sage ich noch was dazu. Und eigentlich habe ich hier schon wieder ein Coverminder mehr drin. Heidi, du sollst das nicht machen. Aber, ja, okay. Puh. Nein, ich habe nicht gewartet. Ja, ich bin schon wieder völlig, ja. Also passt auf, 2, 4, 6, 8, 10 Stück habe ich mir. 10 habe ich echt, 10, Wahnsinn, oder? Ich habe einfach drauf losgetippt. Ich gucke mir den Coverminder, den ich bestelle, ich wirklich bestellt habe und bezahlt habe, den gucke ich mir zum Schluss an. Ich habe mir nochmal bestellt Monkey Farts. Diesen Wachs habe ich bereits und der riecht total toll und vor allen Dingen gefällt der meiner großen Tochter sehr gut. Mein Fokus spinnt wieder. Den mache ich jetzt nicht auf, weil ich weiß, wie er riecht. Und wir haben die Dose jetzt doch gefunden. Meine Tochter hatte das mit dem Krankenhaus. Und nachdem wir hier mehrere Ladungen Gepäck ausgepackt haben, kommen wir doch zum Vorschein. Tada! Er ist wieder da. Und noch nicht mal alle. Ich habe echt gedacht, die hat den irgendwie... ja, weil der Wachs ist gut zum Kneten geeignet, ne, der rote. Dann hatte ich schon Schiss. Ah, oh, der riecht so gut. Dass der jetzt. Oh, naja, jedenfalls habe ich den jetzt doppelt und das ist auch cool. Und da habe ich ganz viel Monkey Farts. So. Dann habe ich mir bestellt. Ach, seht da, ich wollte ja dann noch was vergleichen. Genau. Das machen wir dann noch zusammen. Weil ich natürlich meine Wachs habe. Der. Wo ich nicht wusste, erst wollte ich Heidi noch anschreiben, dachte ich, ach scheiß drauf, ich bestelle den jetzt. Und wenn es gleich riecht, dann ist es so. Ist auch nicht schlimm. Aber ich muss ihn dann erstmal raussuchen. Eins habe ich, ach nein, ich habe sie mir schon hier oben hingelegt. Letzten Sommer hatte sie Erdbeereiscreme zum Beispiel. Das riecht auch total nach Erdbeere. Und jetzt hat sie, wartet, Erdbeerkuchen. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, als erstes Mal hat er schon eine viel knalligere Farbe. Guckt euch mal die Farbe an. Wahnsinn, das ist ja was für mich hier. Oh, das kann ich so abmachen, das ist auch nicht schlecht. Oh, das ist eine tolle Farbe.
Wartet. Nein, der riecht anders. Der riecht auch gut. Also da riecht man wirklich die Erdbeere wieder raus und auch den Stück Kuchen. Weil im Gegensatz zu Erdbeereis, der riecht noch, also noch kräftiger. Der ist ein bisschen weniger kräftig. Aber der riecht so gut nach Erdbeere. So, und dann hatte ich letztes Jahr Bananencreme. Lecker Banane. Und hier jetzt gibt es Bananensplit. Ich liebe meinen Fokus heute wieder. Jetzt war er doch gerade da. Egal, ich habe es euch ja gesagt. Sollst du mal das wieder aufmachen hier? Wie kriegt man es wieder ab? Ich glaube, wir kriegen es wieder ab. Ein bisschen zumindest. Den Rest auch noch ab. Sollten wir das nur noch irgendwo hinkleben hier? Jetzt. Achtung, Bananensplit. Oh, wartet mal. Nee, der riecht auch anders. Hier, oh. Bananencreme riecht nicht so kräftig, aber der neue Bananensplit. Oh, der ist fantastisch. Fantastico. So, das waren die beiden, die ich ausprobieren wollte. So. Dann habe ich mir die Waldfrüchte bestellt. Ah, nee, wartet mal. Wir machen jetzt erstmal mit Sommerfrüchten weiter. Sommerfrüchte waren noch Wassermelonensorbet. Bisschen geht's. Das sieht genauso toll aus wie das Erdbeer. Das gefällt mir ja. Guck mal, so kann man das auch abmachen. Ha. Leute, ihr Lieben, das riecht richtig nach Wassermelone. Oh, das macht gleich noch mehr Freude auf Sommer. Dann habe ich Rhabarber. Einmal grün. Finde ich auch mal wieder schön, wenn mal grün dabei ist. Der ist gewöhnungsbedürftig. Aber riecht nach Rhabarber. Lecker. Da denke ich, den muss man mögen. Ich mag ihn. Dann haben wir tropische Früchte. Der ist schön gelb. So mattes Gelb. Das ist ein schönes Gelb. Oh, lecker. Richtig tropisch. Fragt mich nicht. Ich. Papaya, Mango. Ich weiß es nicht. Lecker jedenfalls. Dann habe ich noch Gänseblümchen, auch gelb. Bin ich auch gespannt, wie riecht Gänseblümchen. Ich denke mal, nicht so fruchtig. Oh, wartet mal. Es ist eben Mist, dass ihr das nicht riechen könnt. Also der riecht nicht fruchtig. Meine Kinder würden sagen, der riecht nach Seife. Ich kann es euch nicht sagen. Der riecht gut. Der riecht echt gut. Dann habe ich Waldfrüchte. Da kann ich euch jetzt aber gar nicht sagen, ob das aus der Sommerkollektion ist. Ich sage jetzt mal Sommerkollektion. Oder ob das aus dem ganz normalen ist. Das ist ein ganz dunkles Violett. Oh ja. Also da würde ich sagen, das ist nicht aus der Sommerkollektion, weil der Duft hat was mit, ich würde sagen, ist Zimt mit drin. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Dann habe ich mir den Chocolate Mint Brownie rausgesucht. Ich habe ja den, oh, was habe ich denn klein? Also ich kann nicht sagen. Wartet mal. Ich habe auch sowas. Den Blaubeermuffin habe ich. Und jetzt bin ich gespannt. Und ich habe auch Apfelminz oder so ähnlich. Kann ich euch das gar nicht sagen. Ich habe zu viel. Oh ja, das ist auch toll. Der ist richtig kräftig. Mit Schokolade, Mint und Brownie. Das riecht man. Das ist toll. Oh, das gefällt mir. So, und jetzt habe ich noch Limonensorbet. Und das ist ein schönes, helles Gelb. Ich habe ja schon. Da muss ich aber mal.
Mein Gott, wo habe ich denn den Duft? Ich komme gleich wieder und hole mal noch einen anderen Duft. Den habe ich woanders, aber wir riechen, schnuppern erstmal. Ist ein kräftiges Gelb. Oh, das riecht so lecker. Ich bin gleich wieder da. Ich mache euch mal kurz auf Pause. So, da bin ich wieder. Und zwar der Lim. Ich habe immer gedacht, der Limonsorbet. Dann habe ich nämlich noch Limettensorbet. Den habe ich bei meiner lieben Freundin abgekauft. Und der riecht viel kräftiger. Also dann eher für die, die Kopfschmerzen haben, die Limonsorbet. Aber ich glaube, das Limettensorbet, das hat die Heidi gar nicht. Aber ich muss euch sagen, ich liebe das. Das ist so richtig kräftig, fruchtig. Und das Limonsorbet, das riecht genauso toll, aber ist nicht so kräftig. Und wenn man das Limettensorbet eine Weile gerochen hat, riecht man das Limonsorbet nicht mehr. So ein Mist. Aber das ist ja dann nicht so, wenn man die Düfte hat. Ich muss das nochmal reden. Oh, jetzt rieche ich es wieder. Oh, herrlich. Also ich muss euch sagen, ich kann euch jetzt nicht sagen, welcher Duft davon der Duft ist, der mir am besten gefällt und welcher am wenigsten gefällt, weil ich finde die alle toll. Die haben alle auf ihre Art und Weise einen Duft an sich, der mir zu 100% gefällt. Und deswegen werde ich hier keine Auswahl treffen. Das kleine Goodie, lecker, lecker, wird irgendwann zwischendurch gegessen. Und jetzt hat die Heidi ja den Tabby. Das ist Duftkleber. Für alle die, die damit nicht zurechtkommen mit dem Wachs, hat sie jetzt was Neues erfunden. Soll wohl so ähnlich sein wie Patafix. Oder zumindest habe ich das gemeint, mal gelesen zu haben. Ich will die Tüte nicht kaputt machen. Eigentlich kann man die ja hier einreißen. Die Tüten an sich sind ja schon mal toll, ey. Die gefallen mir. Das ist immer so ein kleines Dankeschön. Früher gab es immer so eine kleine Dose als Dankeschön. Ich will die nicht kaputt machen. Und jetzt gibt es ein Tabby. Ah, so sieht es also aus. Guckt, das ist wirklich so ein Teil wie Patafix. Ich habe hier Zitrus und Berry. Das riecht ja auch lecker. Heidi, den brauchen wir auch in Duftwachs. Lecker. Das riecht richtig. Also ich werde es auf jeden Fall testen. Das ist jetzt nicht das Ding. Und ich will eigentlich nicht umsteigen, weil ich nicht doch mehr brauche. Ich habe da, guckt euch, die Dose ist voll hier. Das ist so ein Teil vom IKEA-Teil, vom IKEA-Regal. So, und dann hat mir die liebe Heidi wieder ein noch extra, das decke ich jetzt immer zu, ein noch extra reingemacht. Letztes Mal hatte sie mir noch mehr Wachs reingemacht. Und diesmal noch ein Cover, meint er. Danke, liebe Heidi. Toll, oder? Ja, wir sind eine musikalische Familie. Ah, also zumindest zwei von fünf. Wir haben einen Trompetenspieler, das ist mein Mann, und eine Fagottistin, das ist meine jüngere Tochter, die jetzt ihren ersten Auftritt hatte im Gewandhaus in Leipzig. Da war so Musikfest. Jo. Und passt das ganz gut. Und letztens hat sie noch zu mir gesagt, ich möchte eigentlich auch noch Klavier spielen, aber ich möchte ein weißes Klavier. Okay. Wo hast du ein weißes Klavier gesehen? Ja, da gibt es bei uns so einen Laden, da gibt es Klavier, und das steht im Schaufenster. Und ja, das hat sie gesehen. Wir bleiben erstmal beim Fagott. Alles kann man ja nur ohne. So, und jetzt kommt. Ich freue mich. Also, wir haben hier noch die Visitenkarte von der lieben Heidi drin. Dann habt ihr immer noch, für die, die den Wachs kaufen, eine Anleitung dafür, wie man den Bienchenwachs benutzt. Na, sie hat dann auch hier noch so ein Video. Das ist auf ihrer Internetseite. Vielleicht könnt ihr euch das so jetzt noch abscannen, wie ihr es gerne möchte. Ich lese das jetzt nicht vor. Wer Fragen hat, der kann mich auch gerne fragen. Oder ihr schreibt die Heidi an. Oder guckt euch einfach das Video. Ja, oh, ich freue mich. Ich suche seit Ewigkeiten einen Gnome-Coverminder. Ich hatte mal irgendwo einen gefunden, hatte die Dame auch angeschrieben. Kann ich gar nicht mehr sagen, wo das war.
Ist auch egal. Ich glaube bei eBay. Und kam nie was zurück. Und dann dachte ich mir, okay, dann nicht. Aber, und ich wollte eigentlich echt stur bleiben und keine Cover meiner mehr kaufen, aber es ging einfach nicht. Ja. Also. Ich habe einen Gnom und guck mal, wie schön der aussieht. Oh, ist der toll. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Hier haben wir zwei große. Also, krasses Teil, Heidi. Ich ziehe echt den Hut, wie du das gemacht hast. Da muss man erstmal Ideen haben, wie man hier, was nicht glatt ist, ne, so wie hier, da echt sich was einfallen lässt und dass das hält. Es ist echt krass. Es ist krass. Oh, ich freue mich. Ach, danke, liebe Heidi, dass du das ermöglicht hast, dass ich jetzt einen Gnomen-Coverminder habe. Meine liebe Kerstin, meine liebe Freundin, hat bestimmt auch einen. Die hat es ja direkt in unsere Gruppe gestellt und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein, nein, nein. Und habe mich so gefreut. Und oh, ich freue mich echt. Liebe Heidi, du hast wieder tolle Arbeit geleistet. Ich freue mich. Nein, ich freue mich riesig. Und jetzt habe ich immer ein Coverminder für meine Gnomenbilder. Oder einfach nur zum Verschönern des Bildes extra, wenn ich painte. Der ist so toll und der funkelt ja auch ein bisschen, ne? Der durch das, ja, das Gold ist das nicht. Das ist eher so ein Rotgold, würde ich sagen. Das funkelt so ein bisschen. Schön. Und der ist so süß. Ach, toll. Ich freue mich. Ach ja, das so tolle Sachen und so tolle Düfte, dass man wieder nicht weiß, was man benutzen soll. Und meine Holzkiste jetzt noch voller ist. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich mir nicht diese großen Dosen kaufe. Das liegt einfach daran, dass ich so viele Düfte haben möchte wie möglich. Und die nie alle machen werden kann. Ach ja, wisst, was ich meine. Das ist wieder mein Deutsch gewesen jetzt. Deswegen kaufe ich mir immer diese Proben. Pröbchen heißen die. Manchmal hole ich mir auch, wenn es sie nicht mehr gibt, dann ein Herzchen. Eine Herzpraline. Aber das ist einfach so, dass ich den Wachs mir aussuche nach Bild. Und da brauche ich ganz viele. Ja. Und deswegen, ja, kaufe ich mir eben die Pröbchen. Weil erstens weiß ich nicht wohin und zweitens ist dann einfach noch mehr Anwachs da, der eh nicht alle wird und von daher. So, und jetzt beende ich mein Video. Werde anschließend gleich mein Karat Art Video drehen. Habe ich mir gerade so vorgenommen. Und natürlich in Gedanken dann schon aussuchen, welchen Wachs ich nehme. Aber ich werde bestimmt mit euch dann zu dem Karat Art Bild noch ein Kitting abmachen, weil ich ja bei dem DB Summer Feeling 2023 mitmachen möchte. Das haben Heidi und Janine ins Leben gerufen. Und da, ja, ich habe erst überlegt hin und her, weil ich ja zur Kur fahre. Und da ja mein Koffer schon fertig ist, wisst ihr ja, habe ja zwei Unboxings gemacht, ach, zwei Kitting-Ups dazu gemacht und euch gezeigt. Ja. Daher weiß ich noch nicht, wie ich es dann veranstalte. Weil ich ja auch mit meinen Mädels noch painte. Aber das kann ich dann gleichzeitig mit reinnehmen, denke ich. Genau. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss für heute. Oder für jetzt, für das Video. Und ich freue mich. Ich danke dir, liebe Heidi, für so viele tolle Sachen. Für so eine tolle Arbeit. Und du weißt, ich zieh den Hut vor all dem, was du tust. Und denk dran, man, das kann auch mal ein paar Tage länger dauern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind alles nur Menschen. Und da hat auch niemand rumzugackern, wenn es mal ein paar Tage länger dauert. Schließlich hat auch noch jeder einen eigenen anderen Job. Ein Job. Wenn man den Shop hat, hat man meist auch noch den anderen Job. Und deswegen kann es nicht immer alles pünktlich kommen. Es ist einfach so. Ich wünsche euch, ihr Lieben, einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Painten.
Und vielleicht macht ja der ein oder andere noch bei dem Painten mit von der lieben Heidi, von der lieben Janine. Ich guck mal, was ich euch alles verlinken kann, wie ich damit zurechtkomme. Und ja, es gibt auch eine Facebook-Gruppe. Genau. Und da hat mich meine liebe Freundin Kerstin eingeladen in die Facebook-Gruppe. Schneller als ich dachte, schneller als ich gucken konnte, hat sie mir das geschickt. Die war schneller als ich. Und von daher, danke dir, meine Gute. So, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss.